Moin, ich habe mir ganz lange überlegt, wie ich dieses Video anfange und irgendwie habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ganz einfach in das Spiel hineinspringe und euch dort das Thema näher erkläre. So, wie ihr bereits wisst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Helden ihre Sprüche casten. Das bedeutet, einige verwenden Mana, andere verwenden Energie, wiederum andere zahlen gar nichts für ihre Sprüche und müssen lediglich auf die Cooldowns warten. Und es gibt eine Sorte von Helden, welche mit ihrem Leben zahlt. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Mundo ein gewisses Leben aufwenden muss, um sein infiziertes Bein nach jemandem zu werfen. Die Kosten sind dabei unterschiedlich hoch, weswegen es sich enorm lohnt, Lebensregenerations-Items mit diesen Champions zu holen. Und hierbei habe ich nun folgendes Problem entdeckt. Und zwar ist es so, dass Mundo natürlich ein Problem hat, wenn er nicht mehr genug Leben hat, um seinen Spruch zu casten. Das bedeutet, hier kann man sehen, dass er ziemlich low-life ist und somit sein infiziertes Beil nicht werfen kann, weil er ganz einfach nicht das nötige Leben dazu hat. Die meisten werden jetzt denken, oh, na ach nee, das ist doch ganz normal. Nee, ist es nicht. Denn das Problem ist nämlich, es gibt andere Helden, welche ebenfalls mit ihrem Leben zahlen, wie zum Beispiel Wladimir und Mordekaiser. Und bei diesen ist es etwas anders. Wie man hier sehen kann, kann Wladimir seinen E-Zauber die ganze Zeit sprechen, obwohl er eigentlich mehr kosten würde, als er Leben hat. Wie ihr sehen kann, dümpelte er so bei einem Leben herum, er sinkt aber nicht drunter. Außer ich werfe ihm ein Beil ins Gesicht. Und hier kommt das Seltsame, warum kann Wladimir das? Es gibt auch Helden, die eine kombinierte Variante haben, wie zum Beispiel Olaf. Dieser verwendet Mana, aber sein rücksichtsloser Schwung kostet ebenfalls Leben. Und wie man hier sehen kann, falls das Leben zu weit unten ist, kann er seinen Spruch nicht mehr casten. Auch das scheint völlig normal. Und jetzt kommt das absolut Gestörte. Mordekaiser ist nämlich in der Lage, auch mit extrem wenig Leben seine Sprüche zu casten. Das bedeutet, sie würden eigentlich wesentlich mehr kosten, als er Leben hat, aber er kann dieses problemlos anwenden. Und jetzt ist nun meine Frage, warum kann er das, beziehungsweise warum darf er das? Selbstverständlich hat er ein Schild und kann somit diesen die ganze Zeit aufrechterhalten und eigentlich mit einem HP rumlaufen, solange er diesen Schild aufrecht erhält. Das bedeutet, er kann, wie man hier sieht, ganz einfach gegen jede Minion Wave kämpfen, obwohl er eigentlich gar keine HP mehr hat. Das Problem ist nun, warum kann er das? Warum darf er das? Mundo und Olaf können das nicht, aber Wladimir und Mordekaiser können ihre Sprüche problemlos anwenden, obwohl sie eigentlich nicht genug Leben haben, um diesen Spruch zu bezahlen. Und sind wir mal ganz ehrlich, ihr wart bestimmt auch mal in einer Situation, wo ihr mit Mundo nur noch ein Beil hättet werfen müssen, um die Gegner zu töten. Und ihr konntet es nicht. Gut, das war's schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Bug ist oder ob sich Riot dabei was gedacht hat. Ich habe auf jeden Fall auf LOLWiki gestöbert und habe keine Antwort dafür gefunden, warum ein Mundo seine Sprüche nicht mehr anwenden kann, dagegen ein Mordekaiser stundenlang ohne jegliches Leben, und zwar nur durch sein Schild, überlebt bzw. am Leben bleibt, solange Minions um ihn drum sind und er diese bekämpfen kann. Keine Ahnung, schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber haltet und ob ihr vielleicht ähnliche Fehler gefunden habt, wann zum Beispiel ein Champion zaubern kann und wann nicht, obwohl er technisch gesehen die Möglichkeiten eigentlich nicht dazu hat. Vielleicht findet ihr ja noch weitere Fehler. Viel Spaß, ich wünsche euch einen spannenden Abend und haut rein.